Ein Jahr Ampelkoalition. Unser Rückblick auf das Jahr 2022 der Behindertenpolitik. Ein Jahr Ampel im Jahr 2022, geprägt von neuen Krisen, von dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Trotzdem haben wir auch im Bereich der Teilhabepolitik einiges anstoßen, beginnen und auch schon erreichen können. Ich freue mich sehr darüber, dass das Kabinett das Eckpunktepapier zur Barrierefreiheit in den Bereichen Bauen, Wohnen, Mobilität vorgelegt hat. Das ist eine gute Grundlage, um in den nächsten Monaten und Jahren die Barrierefreiheit in Deutschland deutlich zu verbessern. Ich freue mich sehr darüber, dass die Assistenzhundeverordnung in den letzten Vorbereitungszügen liegt und noch im Dezember, spätestens aber Anfang Januar, veröffentlicht werden kann. Das ist auch eine gute Grundlage dafür. Dann die Förderung von mindestens 100 Mensch-Tier-Paaren im Jahr 2023 im Rahmen einer großen Studie aufzunehmen. Wir haben die Reform des Bürgergeldes mit erheblich verbesserten Freibeträgen im Vermögen, auch für viele Betroffene im Bereich der Menschen mit Behinderungen geschafft. Und damit bin ich sehr zufrieden damit, dass trotz der vielen Krisen, die wir haben, erste wesentliche Impulse aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden konnten. Das alles reicht noch nicht, aber immerhin ist es uns gelungen, deutliche Schritte nach vorne zu gehen. Also ich glaube, man muss sich noch mal in Erinnerung rufen, dass wir einen Koalitionsvertrag abgeschlossen haben in der SPD, mit der SPD, mit der FDP, also innerhalb der Ampel, der ambitionierter ist, als ich mir das erhofft hätte vorher. Wir sind in den Bereichen Barrierefreiheit richtig weit gekommen, was das Bedrucken von Papier angeht. Und man kann für ganz viele Themenbereiche hier im Deutschen Bundestag sagen, dass wir in der Umsetzung dieses Vertrages wirklich weit hinter dem zurückgeblieben sind, was wir uns gewünscht hätten. Und das hat natürlich mit objektiven Bedingungen auch zu tun. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ne? Also wir haben gekämpft mit der Corona-Krise und deren Folgen immer noch. Wir kämpfen seit dem 24. Februar dagegen, dass die komplette Volkswirtschaft hier untergeht und dass weite Teile der Bevölkerung einfach ihr täglich Leben nicht mehr finanzieren können. Und dabei in diesem Jahr kann man verzeihen, dass wir weniger weit gekommen sind, als wir uns das erhofft hätten. Es gab aber auch Themen, die behindertenpolitisch relevant waren, wie Stichwort Triage, wer bekommt das letzte Beatmungsgerät, die gesetzgeberisch angegangen worden sind, in dem Fall, weil das Bundesverfassungsgericht uns dazu aufgefordert hat, die aber aus meiner Sicht wirklich schlecht gelöst worden sind. Also ich wünsche mir für das nächste Jahr, dass wir tatsächlich jetzt mal in die Umsetzung progressiver Vorhaben gehen und blicke eher nicht so gerne auf das vergangene Jahr zurück, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich auf das Jahr 2022 zurückblicke, so stelle ich zunächst fest, dass mit dem Krieg in der Ukraine Europa, die ganze Welt, aber auch Deutschland vor ganz große Herausforderungen gestellt werden und diese auch das politische Tagesgeschäft entsprechend beschweren. Wenn ich zurückblicke auf das Jahr 2022 mit der Maßgabe, inwieweit man mit Inklusion und Teilhabe weiter vorangekommen ist, so stelle ich fest, dass die Bundesregierung nicht diesem Thema diesen Stellenwert beigemessen hat, den es eigentlich hätte haben müssen. Im Jahr 2022 hat lediglich die Opposition, und da kann ich auch sagen, lediglich wir als CDU-CSU-Fraktion, Anträge im Deutschen Bundestag gestellt, um Inklusion und Teilhabe in unserem Land weiter voranzubringen. Seitens der Bundesregierung ist kein einziger Antrag gestellt worden, ist keine einzige Debatte im Deutschen Bundestag angestoßen worden. Und jetzt erst zum Jahresende kommt ein erstes Eckpunktepapier für das Thema Teilhabe am Arbeitsmarkt. Die Punkte, die da in Rede gestellt werden in dem ersten Referentenentwurf, die sind überwiegend zu begrüßen von unserer Seite aus. Nicht alle, aber überwiegend sind sie zu begrüßen. Und wenn ich das zweite Thema nehme, in dem sich die Bundesregierung so langsam traut mit dem Thema Teilhabe und Inklusion in dieser Legislaturperiode ihre Arbeit zu beginnen, so sehe ich eben die Bundesinitiative Barrierefreiheit. Hier gibt es lediglich erstmal ein Eckpunktepapier der Bundesregierung. Weiter ist man da noch nicht gekommen. Und das angekündigte Bundesprogramm Barrierefreiheit wurde zu einer Bundesinitiative Barrierefreiheit reduziert.
Wir hatten schon in der letzten Legislaturperiode dieses Thema auf dem Programm und da hat das BMAS seinerzeit es nicht geschafft, einen entsprechenden Entwurf vorzulegen. Ich habe die Sorge, dass dieses Thema auch im kommenden Jahr nicht wirklich weiter vorankommt, obwohl wir unsere Gesellschaft barrierefreier aufstellen müssen, damit eben Menschen mit einer Behinderung, mit einer Beeinträchtigung im gesellschaftlichen Leben auch Teilhabe nehmen können.